Hallo Leute, ja, wir sind hier am Überlegen, wie wir das Rohöl hier rüberkriegen. Letztes Mal hatten wir erst überlegt, das mit dem LKW hier hinten rumzufahren. Dann haben wir überlegt, das mit dem Schiff rüberzusetzen und zum Schluss kam noch die Idee auf, hier eine Brücke rüber zu machen. Und da wir letztens hier irgendwo eine Brücke gebaut haben, wo wir so ein toller Brückenbauer sind, habe ich gedacht, machen wir das nochmal und probieren das aber mal richtig, irgendwie hier so eine Brücke rüberzusetzen, die dann auch funktioniert, ne? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir das Logo und gehen dann auf den Großbildschirm. So, das würde bedeuten, wir müssen erstmal die Straßen upgraden. Das machen wir vielleicht sogar als erstes, weil das immer am meisten Sinn macht. 60 km/h Straße. Ne, dann brauchen wir eine Landstraße. Das ist diese. Kollision. Ja, es ist echt doof dann, ne? Ach, so geht's. Dann machen wir das doch so. Das letzte Stück geht natürlich nicht. Was ist hier? 80 oder was ist es? Ja, geht das? Dann macht er bis dahin auch geil, oder? Ich würde gerne dieses Stück nur bis da machen. Hat man auch diese Option? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? So, gerade Straße. Also, ich müsste jetzt aber erstmal eine Brücke haben, ne? Wie geht das denn? Straßen, Gebäude, Straßenkonstruktionen, Wegpunkte, Werkzeuge. Wegpunkte, okay, dann fahren die da lang. Ja. Da haben wir nichts. Gebogen gerade eigentlich. Wie kriege ich denn jetzt hier eine Einbahnstraße, eine Stadt? Alle. Okay. Aber so will ich die Brücke ja eigentlich gar nicht bauen. Ach so, ich kann sie da ja hoch machen. So war das. Okay, das heißt, reißt das nochmal ab. Okay, jetzt zeigt er mir schon Brücke an, das ist schon mal gut. Brücke 180, 90, 320, wow. Das ist ein Rennwagen, der darüber fährt, oder was? Keine Brücke, auch gut. Steinbrücke, nee. Ja, eigentlich reicht dann die 180er, ne? Ach so, da muss ich jetzt erst einen Haken setzen, damit das klappt. Okay, und dann kann ich hier ansetzen und einfach hier rüber machen. Oh. Jetzt sah die gerade so schön aus da, ne? So. Ah, jetzt kann ich das Bild nicht drehen, oder doch, doch, so rum. Okay, so gefällt sie mir erstmal, aber sie kann tiefer. So. So ist schön, ne? Zack. Und dann machen wir weiter nach hier. Aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr so, dass die gerade ist. Ich glaube, ich bin schon runter dann, ne, oder? Okay, mal wieder Karte drehen. Ja, das machen wir so. Dann machen wir sie schon ein tiefer. Aber wir können sie schon ein tiefer machen, finde ich. So, und dann machen wir sie so da dran, oder? Steigung zu groß. Da ist sie nicht so groß. Oder wir machen sie wieder hier hin und gehen dann runter. Okay. Und dann machen wir sie so. Und passt. So gefällt es mir. Ach so, ich wollte sie vielleicht vierspurig bauen, ne? Na, jetzt ist es egal. Und dann schließen wir die noch da an. Passt. Und jetzt müssen wir noch zaubern mit einer vierspurigen Straße. Aber das gepennt haben, ne? Aber vielleicht ist sogar besser so, weil dann wird es auch richtig gebaut.
So sieht es auch gut aus, oder? Ich glaube, die Brücke ist besser geworden wie die letzte, die wir gebaut haben. Und jetzt ist das alles gut. Und jetzt müssen wir, warte mal, die fahren ja hier hin, ne? Das sind ja Tanklastwagen, ne? Und die bringen uns hier was hin. Aber warum habe ich da jetzt einen Haken? Die bringen ja hier Rohöl hin, ne? Eigentlich, wenn welches da wäre. Ist aber nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das doch jetzt so. Das war hier. Wäre schön, wenn wir das jetzt hier auch noch upgraden können, ne? Aber ist halt nicht so. Gut, lass uns nochmal hier Gebäude bauen. Das ist eine LKW-Station. Und oder andersrum, geht die andersrum? Passt die dahin? Ja. Oh, so ist auch cool, ne? Da haben wir fast die Straße bis da vorne schön gemacht, ne? Machen wir so. So, und dann gucken wir, wo hier ein LKW-Depot ist. Hier ist natürlich keins, ne? Da ist eins. Fahrzeug kaufen. So einen schicken Tanklastwagen. Dreimal kaufen. Und dann machen wir eine Linie. Neue Linie. Natürlich. Von hier nach da, weil die können den Rest dann wieder mitnehmen. Ja, hat aber irgendwie nicht hinzugefügt, oder wie sehe ich das? Jetzt. Gut. So, das ist Dörren Ost. Ne, das war falsch. Doch, lade von, da muss es hin. Vollladen einer Fracht. Und schließen, oder? Schließen. So, und jetzt müssen wir noch hier gucken. Die drei hier. Die stehen da ein bisschen lange, ne? Was machen die da jetzt? Fahrzeug verwalten ist richtig. Und an die Fahrzeug verwalten ist falsch. Linie verwalten wäre richtig. Da also. Und die haben jetzt hier den Auftrag unter Bofzen. Da würde ich sagen, müssen wir das jetzt ändern. Vollladen einer Fracht geht wieder laden, wenn vorhanden. Weil das macht anders keinen Sinn. Und Bofzenanbau wäre jetzt Vollladen. Ne, machen wir auch nicht, weil das. Ne, die nehmen einfach immer mit. So wie es kommt, weil das macht anders keinen Sinn, glaube ich. So, der fährt da schon mal lang. Ja, und die sind. Oder ist das schon einer? Ne, da liegt nur Ware, ne? Ja, genau. Das heißt, die LKWs müssen hier irgendwo unterwegs sein. Da sind die drei. Und die packen dann ein, ne? Können wir mal so machen. Okay, das war gar nicht der erste, oder? Doch, ist der erste. Und dann machen wir mal gerade schnell. Damit wir sehen, wo der hinfährt. Gibt es hier eine Abkürzung? Tatsächlich. Ach so, ist keine Abkürzung, oder? Doch, ist eine Abkürzung. Aber ist ja nur die Zufahrt, das reicht. Da können die einmal so fahren. Da dürfen sie 40 fahren. Okay, ist nicht schnell, aber spielt auch erstmal keine Rolle. So, und dann ist ja hier auch schon unsere schnelle Straße, ne? So, jetzt biegen die ab, die drei. Und biegen da ab. Fahren dann über die schöne Brücke. Autosave gerade. Und können dann jetzt hier gleich Öl kriegen. Rohöl nämlich. Okay, der hat jetzt mit der Anfahrt fast 100.000 Miese gemacht, aber das wollen wir hoffen, dass das gleich besser wird, wenn der geladen hat. Gut, der ist voll. Zweite sollte gleich sofort hinterher sein, tut er auch. Wunderbar, sieht gut aus. Das müsste jetzt klappen eigentlich, oder? So, der liefert jetzt hier an. Jetzt müssen wir hier umswitchen auf die Station. Bofzenanbau, Linie 50 ist, dass die hier unten kommen wahrscheinlich.
Und der liefert jetzt ab für Linie 48. Passt. Und Linie 48 muss das jetzt mitnehmen. Einige Güter werden verloren, weil einer die nicht lädt oder was? Doch, jetzt werden sie geladen. Passt. Ist das hier zu klein? Kann man das updaten? Größeres Lager. Gebäude zur Lagerung einer Gütereinheit. Bietet Kapazität für 25 Güter. Aha, dann heißt es, wir machen das hier. Geht das dahin? Nein. Geht das dahin? Nein. Geht das dahin? Ja. Und dann gehen auch zwei hin. Gut. Das gefällt mir schon mal besser. So, und das würde bedeuten, dass die jetzt hier produzieren müssten, ne? Ja, Produktion startet jetzt hier gerade. Und da müsste jetzt was ankommen. Der hat aber noch nichts. 27, 23, 21. Okay, es wird gerade abgeliefert. Kann das hier jetzt ankommen? Nö, es kommt hier nicht an. Wo kommt es denn dann an? Wo ist das bitte schön dann? Ach so, das war das Rohöl, was da hingekommen ist. Und Versand, wo ist der, bitteschön? Ha. Das müsste doch hier jetzt ankommen, oder? Warte mal, das ist verkehrt. Okay, der hat jetzt 38 Tonnen Rohöl. Aber da stand jetzt schon, ne? Dass die mitnehmen können, was sie wollen, oder? Laden, wenn vorhanden. Laden einer Fracht. Vollladen jeder Fracht. Ist das richtig? Ist das das, was wir brauchen? Ne, irgendwie tun sie es nicht, ne? Hm. Linie verwalten. Ja, wäre schön gewesen, aber wohl switchen die nicht. Die sehen da wieder keinen Unterschied zwischen Rohöl und Dingens, sag schon. Ah, das ist doch doof, oder? Warte mal, da kannst du wieder verwalten. Da muss ich, warte, Linie verwalten. Hier kann ich wieder vollladen, jeder Fracht laden, wenn vorhanden. Wo kann ich einstellen, welches Ware sie laden? Ja, hier steht sogar das. Und die sollen es auch zu 100% laden. Unterbofzen, sind wir hier richtig? Also Produktion ist top, aber wo bleibt das Öl? Nee, ich muss auf der Linie. Wo ist hier das Öl, bitteschön? Dieser Tropfen. Laden, entladen. Was haben wir hier noch? Treibstoff. Aber die machen Rohöl. Tja. Jetzt hat der entladen, aber der lädt nicht. Fahrzeug verwalten ist hier. Farbe für das Fahrzeug? Nee, das will ich nicht. Und ich möchte einfach, dass dieses Fahrzeug auf dem Rückweg Öl mitnimmt und wenn es hinbringt, Rohöl. Und so wie es aussieht, funktioniert das nicht. Das kann ja nicht sein, oder? Die LKWs können doch auch anderem Zeug mitnehmen, oder? Oder habe ich mich vertan und es geht doch nicht? Doch, die müssen auch Rohöl transportieren können, oder? Fahrzeug kaufen, dieses hier. Da, die drei Sachen gehen. Können die eigentlich auch mitnehmen? Oder ist das, weil hier noch nicht weiter. Die Schiffslinie braucht auch. Wo ist denn die? Das ist die nächste Frage, ne? Wo ist das Schiff? Gibt es da eins?
Geht immer als Mühle. Die Linie steht, aber es ist kein Fahrzeug drauf, oder wie sehe ich das? Aha, da ist unser Problem. Ja, dann auf Linie 49 muss erstmal ein Schiff, ne? Und wenn kein Schiff, dann auch keine Ware wahrscheinlich geliefert oder gefahren. Nee, das ist hier falsch. Noch weiter nach hinten. Da muss irgendwo der Hafen sein. Schiffswerft. Hier steht jetzt Schiff 6 und 7 drin. Tanker. Aha. Linie 49. Warum können die großen Schiffe da jetzt nicht langfahren? Wo ist deren Problem? Was kann man denn mit Schiffen machen hier? Kann ich auch was ausbaggern? Nee, kann ich nicht. Das ist schade. Wo solche Bojen hier setzen, auch sehr schön. So, lass mal gerade überlegen, ne? Also meines Erachtens fahren hier schon große Schiffe. Linie verwalten. Mach die mal weg. Ja. Geh noch mal hier hinten hin zu den Schiffen. Vielleicht war das zu früh, dass ich die gebaut habe. Keine Ahnung. Ne, das ist falsch. Da sind wir immer noch an der falschen Stelle. Hier sind wir an der richtigen Stelle. Die alle auswählen, das auswählen, neue Linie. Und dann wollen wir gucken, dass wir die 49 hinkriegen jetzt, wenn es die 49 diesmal ist. Frosch im Hals. Wir fahren erstmal dahin. Ne, da war falsch, da ist richtig. Und dann dahin. Es ist wohl dieser Anleger, der nicht richtig ist, oder was? Gut, konfigurieren wir das. Ach ne, das ist der falsche Anleger. Den kann man nicht konfigurieren. Dann machen wir den nochmal weg. Und nochmal dahin. Was ist das denn hier? Kettemers Mühle Nord. Konfigurieren. Großer Dock. Das sieht doch auch gut aus. Hier vielleicht das Falsche. Ist das kein Anleger für Warengüter? Güterwaren? Weiß ich nicht. Linie 49. Fahrzeuge sind keine drauf. Das heißt, das hat noch nicht geklappt. Nochmal hier rein, nochmal da rein. Zuweisen und wieder 49. Es ist einfach immer wieder hier, ne? So, das heißt, Bagger raus, nicht den ganzen abreißen, das ist schlecht. Bagger wieder rein, konfigurieren und dann den Bagger raus. Und dann großes Dock. Kann ich den denn so setzen, dass da einer dran fahren kann? So ist jetzt drehen, ne? Das wäre schön. Wie kann ich den denn drehen? Gar nicht. Ja. Also da geht's nicht, ne? Kann ich den machen und dann. Ah, so kann ich es machen. Ah, da rein nicht, da raus. So gefällt es mir. Gucken wir mal, ob es jetzt geht, ne? Können die dann noch vorbeifahren? Ich will es hoffen. Sonst haben wir jetzt gerade was ganz Schlimmes gemacht, ne? Ne, da ist es noch nicht. Da ist es. Und das ist jetzt Linie 49, oder? Immer noch nicht.
Mann, das kann doch nicht sein, oder? Ja, super. Traurig, ganz traurig. Große Dock für kleine und große Frachtschiffe. Ja, habe ich hier was noch? Was soll ich noch machen? Ha? So nervig. Linie 49, Linie verwalten. Ne, Haltestelle will ich nicht hinzufügen, will eigentlich Schiffe hinzufügen. Na, dann kann ich erst wieder aufs Dingens gehen. Ja, Leute, das ist dann mal wieder nix mit der Technik hier. Immer noch die gleiche Meldung. Ja, das ist toll, dass man das dann lesen kann, ne? Ein Weg wurde gefunden, welcher jedoch nur auf kleinen Schiffen benutzt werden kann. Bei nur zu kleinen Schiffen oder Häfen in großen Häfen in, oder Häfen. Ja, was machen wir da jetzt? Kann ich da jetzt diesen hier umändern? Konfigurieren wir erstmal. Zack, abschließen. Hier weg. Anlegestelle. Baue einen großen Dock. Baue einen großen Dock. Ach so, und dann muss ich das noch sagen. Du glaubst nicht, wenn es das jetzt war, dann ist das doch richtig lächerlich, oder? Dann ist es richtig lächerlich. Leute, das kann doch nicht sein, oder? Wenn es das jetzt war, sorry. Nee, das war es auch nicht. Was ist hier falsch? Das sieht doch nach Gütern hier aus, oder? Sieht das nach Passagieren aus? Bänke sehe ich hier keine. Die Docks befinden sich außerhalb befahrbarer Gewässer. Sehr schön. Jetzt das schon mal weg, ne? Großer Dock. Güter, großer Dock. Ja, passt. Wenn ich den jetzt hier irgendwie so einsnappen könnte, wie ich mir das vorstelle, ne? Ist das schick? Aber funktioniert wahrscheinlich wieder nicht, ne? Geht sonst noch was? Ne, ne? Nö. Neuer Versuch, neues Glück. Ja. Nö, will er wieder nicht. Immer noch der hier. Das kann nicht sein. Leute, das ist doof. Das macht keinen Spaß. Wieder konfigurieren. Geht das? Das wäre ja auch noch eine Option jetzt, ne? Da war gerade so ein Symbol, ne? Kann ich das einzeln abreißen? Rückerstattung. Kann ich wohl einzeln abreißen, ne? Was war das denn? Da oben steht irgendwas mit einem roten Balken. Und hier steht auch nicht drinne was. Ist das die Wassertiefe oder was? Wäre schön zu wissen, ne? Oh, die fahren da durch. Passt. Warte mal. Dann machen wir es so jetzt. Und wenn ich das da jetzt dran mache? Da ist kein Zeichen dran. Dann muss es doch jetzt funktionieren, oder? Jetzt ist natürlich sozusagen der Fluss gesperrt, aber wahrscheinlich funktioniert es fürs Spiel. Nee, macht er wieder nicht.
Ah, jetzt ist es der. Okay, dann ist ja schon mal gut. So, das heißt, den anklicken, konfigurieren und den Bagger rausholen. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Und dann Güterzug hier für einen großen. Aber das passt schon mehr hier so. Da geht das ja auch, glaube ich, ne? Naja, ist auch zu, aber das spielt weiter im Spiel wahrscheinlich keine Rolle. Und ich glaube, wir fahren auch gar keine lang, oder? So, auf ein neues. Letzter Versuch. Und tschüss. Jetzt fahren sie. Ja, leider nicht so das, was ich mir vorstelle. Wie kriege ich das denn hin, dass das hier schick ist? Maltools, Assets. Also müsste ich hier das Land absenken machen wahrscheinlich. Geht dann da auch Wasser hin? Na, dann könnte man das auch so machen, dass es das einigermaßen aussieht, wenn, ne? Warte mal, geht das auch größer? Das Gelände, ach so, hier rechts, Werkzeuggröße. Stärke, Rotation, Stärke, machen wir mal auf 1. Ja, die Größe können wir auch noch ein bisschen größer machen, ne? So, und jede Woche kommt der Bagger und baggert das dann aus, damit die hier durchfahren können, wenn. So. Könnte sein, dass das geht. Also für schön ist das, ne? Und hier machen wir auch für schön, ne, oder? Aber, ah doch, der macht da gerade einen Bogen und fährt dann da doch um den Anleger drumherum. Ich dachte, der fährt durch. So sieht es doch schick aus, oder? So, und hier müssen wir jetzt noch eine Ausbuchtung machen, die so geht. Dann ist da auch Schiffsverkehr wieder möglich, so wie ich es mir vorstelle, ne? Ich weiß nicht, wie tief man hier aushöhlen kann. So sieht das doch gut aus, oder? Und da kommen jetzt auch Schiffe vorbei für mich. So, voilà. Nicht schön, aber selten, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Schiff? Das ist kein Schubschiff für Öl. Das ist eine Fähre. 46 drin, okay. Und da sind die Schubschiffe. Ja, beide fahren. Alles ist gut. Ja, haben wir eine halbe Stunde damit verbracht, eine Linie zu bauen. Sehr cool, ne? Aber naja, kann man nichts machen jetzt. Aber es funktioniert halt, ne? Hier ist natürlich noch nichts. Weil die müssen ja erst von da nach da bringen. Aber hier müsste jetzt was angekommen sein, oder? Will ich hoffen. Nö, noch nichts. Ja, würde bedeuten, in der nächsten Folge müssen wir gucken, warum hier nichts ankommt. Weil eigentlich muss das hier ankommen, ne? Die müssen doch jetzt hier produzieren für. Aber weißt du was? Sag jetzt nicht, der Abnehmer ist nicht mehr da. Der ist anders, aber Kettemanns Mühle ist da, oder? Ja. Sind hier schon ein LKW drauf? Wahrscheinlich nicht. Aber bei Simotrans wäre das so, wenn die Kette jetzt nicht geschlossen ist, geht das nicht. Aber bei diesem Spiel weiß ich nicht. Hier haben wir ein Dingens, Fahrzeugdepot, ne? Ja. Hier haben wir ein LKW. Drei Stück. Kaufen wir. Haben wir. Neue Linie. Linie ist von da nach nicht vorhanden.
Gut, die Linie können wir jetzt noch nicht fertig machen, aber ich sage mal, wir machen erst einen Cut. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.